gradierter Weiß-Rot, 5 gradierter Schwarz, Neon-Gelb, 4 gradierter, alles so geblieben. Oh, guck wie die Augen fährt schon ein bisschen, der Fall war hier ein bisschen zu eng hier am Ende der Geraden. Das war vorhin sein Ding gewesen, wo er seinen zweiten Platz weg mit seinem Körper rübergerollt, weil Thomas hat ein bisschen gezuckt, damit er den Uwe da nicht reinfährt. Vorsprung 2,4 Sekunden lang der ersten gezeitigen Runde hat der Christian Wehrmann da den Vorsprung 1, 2, 3, 4, 5 ist genauso, wie sie losgefahren sind. Das ist ein Stück ein bisschen hinten hindurch. Alle sind auf der Position geblieben, wo sie gestartet sind. Spannender Kampf jetzt um Platz 3. Thomas Fleischmann fährt sich da hin. Jochen Janik, der Jochen fährt ganz, ganz hinten am Ende der Karte. Der Thomas versucht sich da zu werden. Jochen ist aber hinten drin und kann verhören, kann da vorbeifahren. Ganz hervorragendes Überholmanöver von Jochen Janik, der jetzt auf der 3 ist und die Verfolgung auf die Bahn führt. Ah, Thomas Fleischmann. Er kommt hier aus Braunschweig. Er versucht es wieder auf Platz 3, 4, oh, da hat Fehler von Thomas Schade. Jetzt ist der Andreas Butt hinter dem Thomas. Was macht meine Seite führen denn? Christian Wehrmann, ein Vorsprung von 0,5 Sekunden. Hier entscheidet sich, wer wird deutscher Meister 17,8 Christian oder Uwe. Beide richtig vor dem Fahrerstand. Das sind die führenden. Der Christian Vorsprung so von 5 Meter, würde ich jetzt mal sagen. Von der Zeit der 0,5 Sekunden. Ah, hier wurde auch viel passiert. Neue Reifen, alte Reifen. Die wird geschmiert, die wird geheilt. Mit Heizdecken, mit allem drum und dran. 0,6 Sekunden. Christian Kammer-Vorsprung. Ein ganz, ganz kleines bisschen auf vorne. Ah, Uwe ist Kämpfer. Der kämpft immer. Der fährt immer ultra eng, ultra super. Der Vorsprung 0,6 Sekunden. Der Jochen Janik dahinter, der kann da nicht richtig aufschließen. Er hat zu führen mit 2,6 Sekunden Rückstand. Jetzt der Vorsprung 0,7 Sekunden. Christian Wehrmann kann ein bisschen schneller machen. Vorne war ein bisschen schwarz führende Fahrzeug. Zweitplatzierter vorne war ein bisschen grün. Das ist der Zweitplatzierte und der Drittplatzierte Jochen Janik. Kommt jetzt durch die Schikane zum Fahrerstand. Schwarz, Neongelb. Das ist der Drittplatzierte. Vorsprung 0,7 Sekunden. Mal gucken, ob Uwe sich da noch anfahren kann. Vorsprung 0,9 Sekunden. Da kann der Christian Wehrmann einen ganz kleinen Stück schneller fahren. Aktuelle Rundenzeit. Christian Wehrmann mit 23,99 und Uwe 24,1. Ah, das sind halt 3 Drähte, das ist die, die er jetzt hier ausfahren kann. Wir haben einen Vorsprung von 0,9 Sekunden. War das eben gerade gewesen. Jetzt der Vorsprung. Das ist ein bisschen. Konnte der Uwe Amtsknapp einmal wirklich 10 Minuten nur. Aber wir haben auch 3 Minuten 30 gefahren. Das hintere Feld ist schon so leicht auseinander. Da gibt es auch keine Positionskämpfe, so richtig. Konzentrieren wir uns einfach auf die beiden Türen hier. Ja, ein Mörderaufschuss von Heinrich und auch den dritten Platz jetzt haben. Beide fahren in der Spanier. Also ich war warm, 3 Sekunden nach 3 Minuten ist schon ganz schön schnell und ganz schön viel Vorsprung. Die 11 führen vor der 1. Jetzt vor dem Fahrerstand. Jetzt hat die Wahl bei mir vorbei. 0,5 Sekunden. Oh, der Uwe konnte mir ein bisschen schneller fahren. Ah, Uwe, genau. 23, die letzte Runde. Also die gerade war. Ja, ein Vorsprung von 0,6 Sekunden. Der Wehrmann mit der vorne weiße schon führende Fahrzeug. Da ist er weiß. Uwe und der Jochen Janik ist schon leider ein bisschen abgeschlagen. Da ist lange noch zu dem Schiff passiert. Das ist aber ausgefallen. Der Thomas hat immer ein bisschen Pech, egal wo. Ein bisschen Pech hat der Thomas leider schon. Thomas kommt hier auch noch vorne, der kann hier die Strecke hier, aber jetzt hat Christian Wehrmann ein paar gute, schnelle Runden, 0,9 Sekunden, waren 10 gerade gewesen, oh, da hat ein bisschen aufpassen am Ende der Garten, da hat super vorbeigelassen und nochmal super vorbeigelassen von dem Fahrer, so, das war der Panda, Vorsprung, 1 Sekunde. Fahrzeit 1 Minute 12.
gucken, Vorsprung jetzt 0,8 Sekunden. Also ja, zwei Zehntel war der Stürzer langsamer oder zwei Zehntel war der Kugel schneller gewesen. Anführung, Auto, jetzt durch die Schikane, jetzt vor Fahrerstand. Jetzt fährt er in die lange Kurve, war noch die gerade und jetzt ist nicht dahinter. So 10 Meter ungefähr ist der Kurve vorne an der Bahn. Vorsprung 0,9 Sekunden. Wir haben jetzt noch genau eine Minute. Das heißt, eine Minute, die beiden da vorne, die führenden. Höchste Konzentration der Kurve, fährt hoch, cool, ist die lange Kurve, ja, das ist dann nicht die Absolute dran. Wenn ich da einmal einhaken will, dann dreht sich das Auto und dann ist freie Phase. 0,8 Sekunden. Ah, Hugo macht jetzt richtig Druck. Hugo fährt jetzt wirklich ultra rein. Alles, was hier ist, der Wehrmann fährt zwar auch in Arbeit, Hugo fährt die Zucken. Ja, 0,8 Sekunden hier gerade. Wollen wir mal gucken hier, was jetzt am Ende der Jagd die Uhr sagt. 0,8 Sekunden wieder ein bisschen abgeknappt. Das gleiche Ding hat die Überrundung. Wollen wir nach vorne, das erste Abendfinale hat er dran gescheitert, dass ein Überrundeter dann leider im Weg stand. Die ist jetzt da, der Kevin. Das Zünden an einer Wahl sein könnte bei 10 Sekunden noch weiter. Das heißt also diese Runde und wahrscheinlich nur die nächste Runde, das wird wohl der Mann. Super Platz, der Kevin. Die beiden haben noch eine Runde zu fahren. Wir sind jetzt selber deutscher Meister hier. Christian oder Uwe. Warum ist Christian ganz weit vorne? Ich mache einfach mal 10 Meter. Jetzt durch die Schikane. Kann ich das dann mal nicht irgendwo einhaken. Das ist das Alter. Jetzt am Ende der Tage ein bisschen weiter außen fahren, nicht einer große Fassungen Ding zu fahren. Aber ich glaube, wenn der Motor jetzt hier nicht kaputt geht, wird Christian dieses Finale gewinnen. Jawohl, Christian gewinnt dieses Finale und ist deutscher Meister. Ja, 17,5 Tonnen. Das ist ja.